Sei herzlich gegrüßt hier auf meinem Kanal Anis Welt. Blockaden im Oberkörper lösen. In diesem Video möchte ich dir erklären, wie du selbst ohne fremde Hilfe Blockaden im Oberkörper auflösen kannst. Neben den Blockaden im Oberkörper löst du gleichermaßen tiefer gehende Blockaden im Oberkörper auf. Das möchte ich dir hier in drei einfachen Übungen erklären. Probiere es aus und lasse dich auf dieses faszinierende Experiment ein. Nehme eine bequeme Sitzhaltung ein. Um dich zu erden, stelle dabei beide Füße nebeneinander auf den Fußboden. Atme dreimal tief ein und wieder aus. Drehe so weit wie es geht deinen Kopf langsam nach rechts. Dann langsam nach links. Merke dir die Position, wie weit du den Kopf drehen konntest. Nun lege deine Hände zusammen. Reibe sie kräftig aneinander. Wenn sie heiß geworden sind, nehme sie ca. 10 cm auseinander. So wie hier im Video gezeigt. Spüre in deine Hände hinein. Sind sie warm oder eher kühler? Führe deine Hände zueinander hin und wieder auseinander. Wiederhole das einige Male. Spüre das Energiefeld zwischen deinen Händen. Fühlt es sich warm an? Ist das Energiefeld stark? Kribbelt es? Jetzt, wo du das Energiefeld wahrgenommen hast und die Hände energetisch miteinander verbunden sind, lege die linke oder wahlweise die rechte Hand in deinen Nacken. Die rechte oder linke Hand legst du auf das untere Ende deiner Wirbelsäule. Lasse deine Hände dort ruhen. Spüre in Gedanken, wie deine Hände sich berühren und ineinander greifen. Sie umschließen sich wie bei einem Handschlag. Nimm dir ausreichend Zeit, um deine Hände, wie sie sich berühren, zu visualisieren. Sprich nun diese Worte laut aus. Reflexbögen freischalten. Danach atmest und pustest du kräftig aus. Atme dreimal tief ein und wieder aus. Drehe langsam, so weit wie es geht, deinen Kopf nach links. Dann nach rechts. Bemerkst du den Unterschied? Nehme nun die Hände wieder nach vorne und wiederhole das energetische Aufladen der Hände. Wenn du das Energiefeld spürst, lege die linke Hand oder die rechte in deinen Nacken und die rechte Hand oder die linke auf das untere Ende deiner Wirbelsäule. Lasse deine Hände an deinem Rücken und Nacken und stelle dir wieder vor, wie du sie wie bei einem Handschlag verbindest. Lasse dir Zeit dabei. Sprich folgenden Spruch erst, wenn du spürst, dass sich die Hände berühren. Alle Blockaden weg. Puste wieder kräftig aus, ruhig mehrmals. Atme dreimal tief ein und drehe so weit wie du kannst deinen Kopf nach links, dann nach rechts. Bemerkst du, wie weit es jetzt schon geht? Nun folgt der letzte Teil, um Blockaden im Oberkörper aufzulösen. Deine Füße stehen nebeneinander auf dem Erdboden. Du reibst deine Hände aneinander und lädst sie energetisch damit auf. Du legst die Hände in den Nacken an das untere Ende deiner Wirbelsäule und visualisierst, wie die Hände ineinander greifen. Nehme dir die Zeit dafür, die es braucht, um das zu spüren. Sprich nun laut, alle dahinterliegenden Traumata auflösen. Puste wieder deine Atemluft aus dir heraus. Drehe erneut den Kopf
langsam nach links und nach rechts. Et voilà! Es sollte nun ein wesentlicher Unterschied zu der ersten Übung feststellbar sein. Wende diese Übung mehrmals in der Woche an. Du wirst über die Wirkung verblüfft sein. Neben dieser faszinierenden Übung möchte ich den Elementenwirbel, den Heinz Behrendt mit seiner innovativen Idee gebaut hat, vorstellen. Auch die Übung der Lösung der Blockaden ist durch seine Anregung entstanden. Für den Elementenwirbel benutzt er keinen Leim, sondern ein Stecksystem, was leicht von jedem zusammenzubauen ist. Der Elementenwirbel ist nach den Vorgaben von dem Förster Viktor Schauberger erstellt und besteht aus 9 oder 12 Hölzern. Mit bis zu 3 Metern Durchmesser wird mit dem Elementenwirbel alles im Umfeld in Positivität umgewandelt. Der Elementenwirbel ist vielseitig benutzbar. Ich lade damit mein Agnihorta-Wasser auf. Auch Obst oder die Waren vom Einkauf werden mit dem Elementenwirbel positiv aufgeladen. Er kann bis zu 80 Kilo tragen. Ebenso kann das Wasser und Futter für die Tiere aufgeladen werden. Hab vielen Dank, Heinz Behrendt. Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht dir Arnie.